Hi Leute, heute geht es darum, warum du so wenig wie möglich in deinem Leben schaffen solltest. Warum du ein extrem kleines Haus bauen solltest. Und zwar solltest du ein extrem kleines Haus bauen. Weil du keine Ahnung hast, wie deine Basis ausschaut. Weil dein Fundament nicht stabil ist. Wenn dein Fundament nicht stabil ist von einem Haus, dann solltest du dein Haus so klein wie möglich bauen. Umso größer du dein Haus baust, wenn dein Fundament nicht stabil ist, desto schneller, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Haus einstürzt. So, und das heißt, wenn du kein Bewusstsein entwickelt hast, wenn du keine ruhige Hand entwickelt hast, dann solltest du kein scharfes Messer in die Hand nehmen. Dann solltest du kein hohes Haus bauen. Und das ist genau der Punkt. Viele Leute haften gerade noch an ihren alten Vorstellungen fest, haben alte Glaubenssätze, irgendwelche Vorstellungen, oft von der Gesellschaft übernommen, dass sie dies und jenes erreichen müssen und ganz viel Wachstum, ganz viel Erfolg, ganz viel erreichen, ganz viel machen. Dieses männliche Aktiv, was heutzutage in der Welt so überbetont ist. Wenn du jetzt aber so viel machen möchtest und dein Haus, dein Fundament nicht stabil ist, deine Basis überhaupt nicht wirklich vorhanden ist, deine Psyche instabil ist, du nicht mal für 5 Minuten ruhig sitzen kannst, ohne den Fernseher anzuschalten oder einen Abend zu genießen ohne ein Glas Wein. Und du kein einschließendes Bewusstsein hast, das jedes Lebewesen einschließt und jeden Menschen, dann solltest du dein Haus nicht hochbauen, dann solltest du erstmal dein Fundament schaffen. Du solltest erstmal dein Fundament richtig legen, richtig gründen. Und es dauert einige Zeit. Und dann kannst du hochgehen, dann kannst du Dinge machen. Und die Basis kannst du einfach durch Meditation schaffen, durch ganz einfache Atemübungen, durch ganz einfache Meditationen, die du einfach mal machst. Und darum geht's. Im Endeffekt immer einfach nur ums Machen. Und das war auch schon der Schluss. Macht's gut, Leute. Ciao.